So, Harzer Hexensteg, 2022, 1. April. Los geht's. Ich versuche den Harzer Hexensteg in 3 Tagen zu laufen. Bin heute unterwegs von Osterode nach Altenau. Bin um 15 Uhr losgelaufen und würde gern, naja, spätestens um 20 Uhr dort ankommen. Jetzt kommt Wind. Ja, bin mit dem großen Rucksack unterwegs. Allerdings mit relativ leichtem Gepäck. Das heißt ohne Zelt. Ja. Glücklicherweise hatten wir letzte Nacht einen kleinen Wintereinbruch. Ich habe leichtsinnigerweise auch die leichten Schuhe angezogen. Und bin mal gespannt, ob ich damit über den Oberharz komme. Heute sind es 20 Kilometer, morgen und übermorgen dann planmäßig 30 Kilometer. Okay, jetzt kommt hier ein schöner Wind. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das weiter oben wird. Der Weg ist super zu gehen und auch hervorragend ausgeschildert. Und hier pfeift mittlerweile ein ganz schöner Wind, ein kalter Wind. So, wo ist jetzt mein Weg? Gespannt, wie tief das hier ist. Ja, so schlimm sieht es gar nicht aus. Noch 2 Kilometer bis Altenau. Ich muss mich jetzt wirklich noch ein bisschen sputen. Es ist übel kalt geworden. Ja, 2 Kilometer, das heißt 20 Minuten. Oh. Jo, es ist Samstag, der 2.4. Es geht schon schön steil aufwärts. Ja, heute geht's von Altenau nach Torfhaus, dann rüber zum Brocken, dann runter nach Dreiannen und von da an ist jetzt nur noch ein Katzensprung nach Elbingerode. Mann! Ist schon schön. Also, heute 30 Kilometer. Es hat Gott sei Dank nicht geschneit. Es gibt 2 Dinge, die mich mit meinen Schuhen jetzt killen würden. Das eine wäre Tauwetter und das andere Neuschnee. Naja. Altenau, immer ein Besuch wert.
soll minus 10 Grad werden. Und irgendwie kündigt sich das gerade an. Ui, dieser Wind. Das ist jetzt der Weg nach Elbingerode von Dreiernhohne. Ich muss mich jetzt wirklich sehr, sehr ranhalten, weil die Rezeption meiner Unterkunft um 19 Uhr schließt. Und es ist jetzt schon kurz nach 6. Es sind auch noch 5 Kilometer. Tag Nummer 3. Ich bin gerade auf dem Weg aus Elbingerode raus Richtung Rübeland. Das geht leider entlang der Straße. Ist aber halb so wild. Ein Auto. Noch eins. Und noch eins. Es liegt hier unten doch noch erstaunlich viel Schnee. Das ist total winterlich. Das ist sehr schön. Und gleichzeitig scheint die Sonne. Traumhaft. Mich plagen zwei riesige Blasen, jeweils links und rechts an der Ferse. Ich habe das heute Morgen so gut es ging verarztet und habe echt relativ starke Schmerzen. Ich habe mich an der Bushaltestelle in Elbingerode schon vorbeigedrückt und hoffe, ich werde nicht aufgeben. Es sind jetzt noch 29,6 Kilometer. Oh.
das malerische Städtchen Altenbrak erreicht. Ich habe jetzt auch genau die Hälfte geschafft für heute. Noch ca. 15 Kilometer. Ein bisschen weniger, 14 kann man irgendwas. Und Leute. Meine Beine bringen mich um. Eine gute Nachricht. Um jede Ecke hier kann mir der Steve entgegenkommen. Ah, der will mich noch ein Stück tragen. Was hast denn du da, schicker Feuerstein? Na klar. Harry,